Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde, zum letzten Video im alten Jahr 2019. Ein Börsenjahr der Superlative, kann man ja schon sagen. Ist egal, in welches Depot man guckt. Fast egal, in welches Depot man guckt. Ich glaube, Dirk Müller Premiumfonds sollte man nicht gucken, aber ansonsten ist es wirklich gut gelaufen, das Jahr. Bei uns im Standarddepot auch. Wir gucken jetzt zurück, wie es im Dezember gelaufen ist. Und ihr seht ja schon im Aktienfinder, ich habe hier sortiert, das sind die Aktien, zu denen wir uns verpflichtet haben. Die sparen wir an, 500 Euro im Monat. Und da seht ihr die Kursgewinne auf einen Monat. 17 Aktien sind im Plus, nur 3 Aktien sind im Minus. Wenn man die Wechselkurse nicht berücksichtigt, das sind immer die Kursentwicklungen an der jeweiligen Heimatbörse. Wir gucken uns das gleich im Detail an. Mein Name ist Thorsten Tiet und mir zusammen habt ihr über mehrere Monate hinweg das Starterdepot bestückt mit Aktien. Wir besparen die, wie gesagt, mit 500 Euro im Monat. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und wir haben jetzt den zweiten, glaube ich, oder den dritten Monat schon, nachdem wir das Depot voll bestückt haben. Und jetzt gibt es das Monatsupdate. Im November hatten wir ja 4,5% Kursgewinne gehabt. Und jetzt im Dezember, es war insgesamt auch ein freundlicher Börsenmonat gewesen, da hat das Depot um 2,23% zugelegt. Ich muss sagen, heute ist der 31. und in Deutschland sind die Börsen geschlossen, aber in den USA beispielsweise sind sie noch auf. Das heißt, wenn du das Video im neuen Jahr 2020 schaust, werden sich die Zahlen nochmal ganz leicht verändert haben. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es heute keinen Flash-Crash gibt und dass dann die Änderungen nicht wesentlich sein werden. Mein Blog wachstumswerte.net hier und dann kannst du das ja alles dann live anschauen bzw. den Endstand angucken. Aber wir sind schon ziemlich nah dran am Endstand. Gut, also 2,23% haben wir zugelegt. Insgesamt hat der Marktwert aber noch viel stärker zugelegt. Wir hatten Anfang des Monats 1765 Euro Marktwert gehabt und jetzt haben wir fast 2300 Euro. Wie kommt's? Es kommt hier insbesondere durch die 500 Euro, die wir Monat für Monat investieren. Und das führt dann dazu, in Summe mit den Kursgewinnen, die wir haben, dass der Depotwert gerade am Anfang extrem steigt. Jetzt fast 30%, also 28,3% zugelegt und der Depotwert des Standarddepots innerhalb nur eines einzigen Monats. Und das macht natürlich schon Spaß. Jetzt haben wir fast 2300 Euro. Und in Bälde zum 1., gut, der 1. ist neuer, ist zu, aber zum 2. Januar werden dann wieder die neuen Sparpläne ausgeführt, wieder 20 Stück. Dann gibt es wieder 500 Euro drauf. Wir gucken uns mal an, ach, nochmal kurz zur Performance. Der Dollar hat geschwächelt, das hat dazu geführt, dass wir fast 1,5% Performance verloren haben. Wir haben nämlich fast 70% US-Aktien im Depot und das zeige ich euch. Wir haben hier das Starter-Depot und da kannst du das komplett live anschauen, den aktuellen Stand. Das hier ist ja immer das Monatsupdate und das hier auch auf der Seite wachstumswerte.net. Das ist der aktuelle Stand des Starter-Depots. Wenn du hier Gewichtung nach, nein, das wollte ich nicht, Gewichtung nach Land und Region machst, dann siehst du hier, Nordamerika macht knapp 70% aus des Depotvolumens. Das heißt, wenn der US-Dollar schwächelt, dann kostet es oder dann geht es auf 70% des Marktwerts sozusagen vom Depot. Ist es dann nachteilig für die Performance? So auch hier hätte sich der US-Dollar nicht bewegt gegenüber dem Euro, dann hätten wir eine Performance gehabt von 3,7% sogar. 3,7% wäre deutlich über den Vergleichsindizes gewesen, die ich hier mal aufgelistet habe. Der DAX ist seitwärts gelaufen, da ist gar nichts passiert, plus minus 0%. MDAX hat aber stark zugelegt, 3,1%. S&P 500 2,6% und der Nasdaq 3,2%. Also der Nasdaq hat mal die Nase vorne, relativ knapp, aber vorm MDAX. Und gehen wir mal weiter runter zu den einzelnen Aktien, was so passiert ist. Und das siehst du hier nochmal, dass die meisten Aktien haben gewonnen. Und es gibt aber auch ein paar Verlierer und es sind jetzt mehr Verlierer. Jetzt haben wir hier 5 Verlierer. Das sind mehr, als wir hier Verlierer haben. Hier sind es nur 3 Verlierer, Home Depot, SAP und Unilever. Und hier sind es Unilever, Home Depot, SAP, aber auch Pepsi und McDonald's. Und warum? Das siehst du hier. Hier haben wir dann die Wechselkursverluste. Das sind übrigens echte Beträge, keine Prozent, also sind hier 1,01 Euro.
Und in den USA, da ist es um 1,92 besser, das heißt, da ist Pepsi im Plus. Und hier haben wir ja auch die Wechselkursverluste, 2,18 € uns das gekostet, der schwächere Dollar, sodass auch in US-Dollar notiert McDonald's ebenfalls im Plus ist. Und so kommen da die Änderungen zustande. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier noch 15 Aktien im Plus, angefangen mit Visa und dann geht es hier weiter nach oben. Und der Gewinner des Monats, das ist Tencent. Und wir sehen aber, dass die ganzen Gewinner hier, das sind alles Tech-Aktien oder Technologiewerte, Tencent, Apple, Texas Instruments, Cisco hat aufgeholt. Die hatten insgesamt, sind die noch relativ schwach, haben eine relativ schwache Performance noch im Starterdepot. Dann hier auch Microsoft und dann die diversen vielen anderen Aktien, die wir haben. Amazon, gut, relativ schwach, auch eine Tech-Aktie. Ich nenne es einfach mal Tech-Aktie. Andere differenzieren es dann ein bisschen feiner. Wir haben es übrigens auch etwas feiner differenziert. Wir haben ja hier die Gewichtung nach Branchen. Dann kannst du ja hier sehen, dass wir Technologie relativ hoch gewichtet haben, weil eben da langfristig doch einiges zu holen ist. Und dann nochmal entschieden, unterschieden in Technologie, ob das jetzt eher Software- oder Hardware-lastig ist, das Ganze. Haben aber auch noch andere Werte, also es sind kein reines Technologiedepot hier, haben auch noch hier viele Konsumwerte, Industrie, Gesundheit, Finanzen mit Visa hier und American Tower, was ja ein REIT ist, sieht der ja alles hier nochmal schön. Wenn ihr übrigens noch mitmachen wollt, wollt auch investieren wollt, langfristig mit ruhiger Hand, auch insbesondere über Sparpläne, dann kannst du hier zum Starterpaket gehen. Da kannst du dir einen Broker aussuchen, gibt es noch eine kostenlose Vollmitgliedschaft, hier steht es im Aktienfinder über 90 Tage nochmal drauf. Wir haben hier nochmal die gesamte Entwicklung des Starterdepots, haben hier den Marktwert, diese 2.300 € ungefähr. Siehst du, dass wir im Plus sind, 2%, trotz der 1,5% Ausführungsgebühren jeweils und trotz der Kursverluste, wegen so einer Währungsverluste, die wir eingefahren haben. In Summe durch einen schwächeren Dollar. Siehst hier, dass wir auch schon Dividende kassiert haben, immerhin 8,50 €. Und wir haben hier momentan eine Dividendenrendite von 2,11% auf unser Depot, auf unseren Einstandspreis bezogen. Wir haben ja gesagt gehabt, wir machen eine Strategie dynamischen Dividendenwachstums. Das heißt, wir wollen jetzt nicht unbedingt mit einer hohen Einstiegsdividende anfangen. Wir wollen aber eine Dynamik drin haben, was das Wachstum angeht, weil wir langfristig dabei bleiben wollen. Und das siehst du dann hier in den Kennzahlen, Dividendensteigerungsraten zweistellig auf die letzten 5 Jahre bezogen, 13,5% im jährlichen Mittel gesteigert auf die letzten 5 Jahre bezogen. Das ist schon recht ordentlich. Das siehst du dann auch hier in der Dividendenmatrix nochmal aufgeschlüsselt. Hier siehst du die einzelnen Positionen, die wir haben. Ganz klein hier American Tower, da gab es nur eine einzige Sparplanausführung. Je größer die Blase hier, umso größer der Marktwert. Und je weiter rechts hier die Blase ist, hier auf der X-Achse, umso höher ist das Dividendenwachstum. Bei Tencent haben wir ein Dividendenwachstum im jährlichen Mittel von knapp 40%, sage und schreibe. Und je weiter oben hier, Y-Achse, die Blase ist, umso höher die aktuelle Dividendenrendite. Also bei Unilever gibt es jetzt gerade 3,5% Dividendenrendite, dann haben wir hier 3M, 3,4%, Cisco für eine Technologieaktie knapp 3% Dividendenrendite, ist auch recht ordentlich. Und weil wir nicht so indoktriniert sind, haben wir gesagt gehabt, wir wollen auch mal eine Aktie haben hier mit Amazon, die noch keine Dividende ausschüttet, sondern reinen Wachstumswert sozusagen. Dann haben wir den hier und der versteckelt sich hier so ein bisschen schüchtern, grenzt er sich von seinen Kollegen ab, weil er halt noch keine Dividende bezahlt. Voraussichtlich auch die nächsten paar Jahre keine Dividende bezahlen wird, so wie man Chef Bezos kennt. Und hier gibt es dann nochmal die einzelnen Positionen. Da seht ihr dann auch nochmal Gewinn und Verlust insgesamt. Hier dann auch in Prozent angegeben. Seht ihr, wer die rote Laterne hat. Unilever war übrigens der Verlierer des Monats, weil sehr leicht die Prognosen für die Umsätze nach unten korrigiert worden sind fürs laufende Geschäftsjahr. Weil gerade ein bisschen was schwächelt, ich glaube auch in Südostasien, aber kurzfristig schwächelt es da, langfristig sind die Schwellenländer das Ass von Unilever, weil da das Wachstum höher ist als in den eher gesättigten Industriestaaten.
Gut, und da könnt ihr das alles mal schön ansehen. Der Gewinner ist, glaube ich, Apple momentan, seht ihr hier, gefolgt von Tencent, Microsoft, hier wieder drei Technologiewerte, ne? So wie immer halt, oder meistens. Gut, ich glaube, das ist alles zum Update. Ich kann nur mal sagen, dass ich das Starter Depot wirklich klasse finde und dass es mir auch Spaß macht, persönlich da rein zu investieren. Wir haben hier übrigens noch die Bestseller Challenge. Das Depot befindet sich ja noch im Aufbau, wo wir hier den ja, deutschen Bestseller-Aktien ein bisschen auf den Zahn fühlen. Da habe ich gerade heute übrigens die Allianz als Sparplan hinzugefügt. Die läuft bei der Sparplanoffensive oder im Rahmen der Sparplanoffensive. Und das seht ihr aber hier, da gibt es noch nicht so viele Aktien. Da gibt es erst drei Ausführungen und jetzt kommen nochmal zwei Ausführungen hinzu, weil ich zwei neue Sparpläne eingerichtet habe in diesem Monat im Dezember. Und das ist auch ein ganz interessantes Depot. Hier kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen, auch für die eigenen Investments. Gut, das soll es mal gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Börsenjahr 2020 und steif halten und falls es mal runtergehen sollte, irgendwann bestimmt die Nerven behalten. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.